Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Mai-Version von der My Little Box und Leute, es ist in Kooperation mit Estée Lauder. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Als meine liebe Kontaktperson bei der My Little Box mir geschrieben hat, worum es diesen Monat gehen wird, habe ich ihr schon gesagt, wow, richtig geil, denn im Mai habe ich Geburtstag und es ist für mich so ein kleines i-Tüpfelchen, dann im Mai halt diese geile Kooperation mitnehmen zu können. Finde ich großartig, ne? Ab 18,50 oder 18,50 pro Box und pro Monat kostet das Schätzelein. Und wir haben hier normalerweise 3 Beauty-Produkte und 2 Trend-Accessoires drin enthalten. Ich bin sehr gespannt, was wir im Mai hier drin haben werden. Ne? Wenn du Bock drauf hast, überhaupt mal so ein bisschen mehr Unboxings, Hauls, Reviews, Schminkies und so weiter zu sehen, kannst du mich gerne hier unten kostenlos abonnieren. Das wird mich mega glücklich machen und gerne meiner Community beizutreten. Ist übrigens auch eines der Kriterien, wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, denn ich darf eine dieser Boxen in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox unter diesem Video. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, diese Schätzelein möchte ausgepackt werden. Ich bin sehr gespannt. Das ist immer eine sehr verspielte, liebevolle Box. Und hier haben wir halt Stilikonen aufgeführt. Hier hat der Maler Kanako die Damen gezeichnet. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wer das sein soll. Bin ich ehrlich, ne? Ich bin nicht so in dieser Fashion-Welt und so. Claudia Schiffer, klar, ne? Aber sonst bin ich da nicht so intuit. Aber es sind alles bildschöne Frauen hier abgebildet, auf jeden Fall. Und hier steht, wie bringen wir unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck? Die Stilikonen aus den Hochglanzmagazinen werden uns nie so sehr beeindrucken können wie Frauen, die mit beiden Beinen im echten Leben stehen. Unsere investigative Studie über dich, über sie, über uns. Das stimmt tatsächlich, ne? Also da jetzt irgendwie immer irgendwelchen, ich sag mal, auch gefotoshoppten Menschen hinterher zu eifern, ist immer schwierig, ne? Also ich versuche euch ja auch meine Realität, mein Gesicht mit seinen Falten, Unebenheiten, Imperfektionen zu zeigen, wie sie sind. Denn also gerade in Schminkvideos seht ihr das halt auch sehr nah, weil da hole ich euch immer ein bisschen näher ran. Da könnt ihr meine Haut sehen, wie sie ist. Ich versuche so wenig irgendwelche Bearbeitungsgedönsen drüber laufen zu lassen, es sei denn, ich möchte ein bisschen mit Licht spielen oder Farben intensivieren. Aber ich möchte euch nicht verheimlichen, dass ich 33 mittlerweile fast bin. Am 22. Mai ist mein Geburtstag, ja, da werde ich 33. Und dass ich halt auch nicht immer super freundlich mit meiner Haut umgegangen bin. Ne? Man muss auch realistisch bleiben. Und deswegen erkennt man wahrscheinlich auch keine von diesen Damen, weil das ist einfach eine Frau wie du und ich, die hier drauf abgebildet ist. Ne? Ich würde mich dann sehr wahrscheinlich in dieser Dame am ehesten wiedersehen, weil blonde Haare, grüne Augen, safe, das passt, das bin ich. Ne? Nein, so hübsch bin ich nicht. Aber definitiv würde ich mich da am ehesten wiedersehen. Und ich glaube, jede von uns kann sich da in einer dieser Damen auch wiederfinden. Irgendwie süß gemacht. Irgendwie echt süß gemacht. Finde ich ganz cool. Und ja, dann schauen wir mal, was die Box uns diesen Monat zu bieten hat. Manchmal kommt die auch in der Tasche. Manchmal haben wir das als Box, so wie heute. Ne? Übrigens, es gibt auch eine Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr die Box jetzt neu abonniert, auch eine Mascara in Full Size dazu bekommt. Und zwar mit dem Code EXTREME. Und zwar bekommt ihr dann die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Das ist diese Schätzelein. Die müsste ich auch noch in der kleinen Größe da haben. Und die würde ich dann super gerne auch in meine Full-Face-Beauty-Boxen integrieren. Das schminke ich so, ne, wenn alle Boxen im Monat eingetroffen sind. Und mache euch da... Ja, die habe ich eigentlich, glaube ich. Es sei denn, ich habe sie letztens eine Freundin gegeben. Muss ich mal schauen, dass ich einfach dann auch mal schaue, was die Produkte so taugen. Das hier müsste nämlich ein Faserbürstchen sein. Witzig, dass ich mich manchmal an sowas erinnern kann, ne? Die so kegelförmig ist, also auch vorne so spitz zusammengeht, ne? Ich meine mich daran zu erinnern. Entschuldigung, meine Hose ist gerade ein bisschen eng gewesen. Deswegen musste ich die gerade etwas befummeln. Und ich schneide solche Videos immer recht wenig. So viel zur Realität, ne? Deswegen habt ihr da wahrscheinlich gerade ein komisches Bild gesehen. Ihr wisst Bescheid. Coole Geschichte. Wie gesagt, mit dem Code EXTREME bekommt ihr die für Ume mit dabei. Finde ich nett, weil so eine Mascara hat auch, glaube ich, einen Wert von 20 Tacken, ne? Das ist schon mal schön. Als Goodie. So. Hier haben wir dann einmal die Box, wie sie dann daherkommt. Hier ist es dann auch mit dem Schleifchen. Ganz süß verschlossen. Also auch ein schönes Schleifenband. Das gefällt mir, ne? Dieses Blau-Silber ist es ja fast schon. Es ist ja nicht richtig weiß. Oh, Sammy
günstig. Junger Mann. Okay, und hier ist es, das ist immer süß eingepackt, ne? Kannst ja nicht anders sagen, ist wirklich so. Und dann schauen wir einmal in das Heftchen. Es ist aufgemacht wie so eine Zeitschrift dieses Mal, ganz niedlich. Es kommt immer irgendwie unterschiedlich. Also, die My Little Box kommt ja aus Frankreich und da sind die immer so ein bisschen kreativ unterwegs. Also, erinnert mich so ein bisschen an, ja, wie heißt dieses Künstlerviertel nochmal in Paris? Montparnasse oder so? Da, ich glaube schon. Da sind auch ganz viele Karikaturisten und so weiter. Ja, da ist auch Moulin Rouge ist da auch in der Nähe. Ist das ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so Ewigkeiten her, dass ich da gewesen bin. Ich glaube in der 6. oder 7. Klasse, Leute. Also, ist schon ein Weilchen her. Ikon. Wer sind sie und wo findet man sie? Exklusiv unsere Deluxe Beauty Routine mit Estee Lauder. Astro, was verraten die Sterne über dein Ikon-Potenzial? Komm, das ziehen wir uns jetzt rein. Also das mit diesem hier, ne? Was ist eigentlich eine Ikone? Ist das jemand, der um 4 Uhr morgens aufwacht, um seine Beauty Routine zu starten? Der immer kunstvoll frisiert, geschmackvoll gekleidet? Schaut bei mir auf Insta vorbei, so viel zu geschmackvoll gekleidet, Leute. Und präzise geschminkt ist. Und natürlich immer perfekt mit Feuchtigkeit versorgt. Nee, oder? Die Wahrheit ist doch, dass jeder eine Ikone sein kann. Es kann deine Philosophielehrerin mit ihrem exzentrischen Stil und den einprägsamen Gedanken sein. Deine Kollegin, die ihr Signature-Parfüm gefunden hat und es wie eine Queen trägt. Deine Bäckerin von nebenan, die keine Gelegenheit auslässt, um am Ende des Tages die ganze Nachbarschaft mit kleinen Gebäckstücken zu bewirten. Deine kleine Cousine, die noch keine 12 Jahre alt ist, aber schon ihre eigenen Klamotten nähen kann. Und auch du hast diese eine Sache, dieses kleine Ding, das nur du perfekt kannst. Süß, ne? Ist wirklich so. Wer inspiriert euch? 37% sagen ihre Großmutter, 19% ihre Mutter, 12% ihre Kinder, 6% ihre Freundin, 4% ich selbst, 2% ihren Friseur. Geil. Geil. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ich wollte jetzt genau einmal so ein bisschen, seid ihr so Fans von Horoskopen? Ich lese es mir manchmal durch, ich finde es immer ganz interessant, aber sich da hundertprozentig drauf zu verlassen, muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein, aber ich bin wie gesagt Zwillinge, 22. Mai ist mein Tag. Deine gut geölte Beauty-Routine erreicht das nächste Level und deine Karriere als Serum-Influencerin hebt ab. Was? Es ist zwar eine Nische, aber du machst das gut. Okay, damit auch, ne? Serum-Influencerin. Das ist scharfes Zeug, ich sag euch das. Irgendwie, andere haben irgendwie nettere Sachen hier drin stehen. Aber gut, ja gut, dann ist das so. Aber ich muss halt sagen, gut geölt passt definitiv, ne? Weil so viel Babyöl und oder Körperöl, wie ich aktuell verwende, habe ich ja noch nie verwendet. Ist klar, ne? Ein Zitat von Elizabeth Tyler steht hier hinten auch noch drauf, ist nice. So, jetzt will ich aber in die Box gucken, ich laber hier schon genug rum. Ja, wir ziehen uns zuallererst die Estee Lauder Produkte rein, ne? Und danach gucken wir uns die Beauty Accessoires an. Gönnen wir uns mal. So, ist aber gut verstaut hier drin. Oh, Estee Lauder Daywear Multi Protection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer Lichtschutzfaktor 15. 15 ml sind hier drin. Und ja, da hast du quasi eine Tagescreme mit 15 ml. Mir ist der Lichtschutzfaktor 15 zu wenig. Also fürs Gesicht brauche ich schon 50, ne? Da führt für mich persönlich kein Weg dran vorbei. Das heißt, das hier ist jetzt nichts, was ich jetzt als ernstzunehmenden Lichtschutzfaktor verwenden würde. Aber es ist schön, dass wir die Creme hier drin haben. Und 15 ml ist halt auch etwas, das du über so eine, ja, über 2-3 Wochen schon eine Weile verwenden kannst, ne? Um das einfach mal auszuprobieren, ob deine Haut es so verträgt. Ja. Also du wirst dadurch jetzt nicht so den Ultra-Effekt merken, weil bis du im Gesicht von der Creme eine Veränderung oder den Effekt merkst, musst du die schon 6-8 Wochen am Stück nehmen. Ansonsten ist es halt wirklich nur ein Gucken, ob es mit deinem Gesicht so funktioniert. Ne? Dann habe ich hier ein großes Ding mit dabei, Perfectly Clean. Das mag ich ja, weil ich mache Double Cleansing und sowas verwende ich dann gerne unter der Dusche. Vorher habe ich halt einen Reinigungsbalsam von Yepoda zum Beispiel, aktuell in Anwendung, Claudi 30, gibt euch 30%, müsste eigentlich aktuell auch laufen. Ne? Und das hier ist ein Foam Cleanser und eine Purifying Mask für normale bis Mischhaut. Also ich habe jetzt keine Mischhaut, trockene, sensible Haut, 150 ml haben wir hier drin. Und es ist natürlich ganz nett, wenn du das so 2-in-1 hast. Also theoretisch, wenn du es länger drauf lassen würdest, oder? Weiß ich gar nicht. Genau, wenn du es 3 Minuten drauf lässt, dann ist es halt eine Maske. Nicht in die Augen kommen lassen,
Das ist natürlich irgendwie, ja gut, als Maske nicht in die Augen kommen lassen, ansonsten brauche ich ein Reinigungsgedönsen auch auf dem Gesicht. Auch hier muss ich mir dann natürlich die Inhaltsstoffe nochmal reinziehen, weil ich aktuell halt nicht alles verwenden darf, ne, aufgrund von, es ist irgendwie traurig. Diese Woche ist meine 15. Woche und das ist dann eine Kartoffel. Letzte Woche war es noch eine Kiwi, da war es irgendwie süßer, aber eine Kartoffel, ich weiß ja nicht. Gucke ich mir mal an, aber wie gesagt, so Reinigungsgedönsen fürs Gesicht finde ich immer klasse. Können wir jetzt auch im Sommer sehr gut gebrauchen, ne? Dass die Haut dann schön rein wird, dass wir abends natürlich immer dran denken, uns das Gesicht halt auch nochmal richtig zu reinigen, damit der Lichtschutzfaktor, den wir über den Tag immer wieder aufgetragen haben, auch runtergewaschen wird und dann nicht irgendwas verstopft oder sonst irgendwas. So, und das letzte, was wir von Estee Lauder hier drin haben, ist das Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex Gedönsen. 7 Milliliter. Ich glaube, das ist dieses Serum. Ne? Das haben wir ja auch schon in manchen Adventskalendern drin gehabt. 7 Milliliter, wie gesagt. Habe ich auch schon mal ausprobiert und fand ich genial. Ne? Also das ist dann immer sehr traurig, wenn das dann doch so teuer ist. Und ich finde das so scharf. 7 Milliliter und du hast hier so eine Pipette trotzdem dran. Ne? Feier ich. Also ein geiles Produkt, aber da muss man aufpassen, dass ihr euch nicht instantly da rein verliebt, Leute. Weil dann ist es teuer, ne? Wenn ihr euch in dieses Produkt verliebt und euch das nachkaufen möchtet, dann zahlt ihr da auch mal für eine Full-Size über 100 Tacken, ne? Das ist so das kleine gefährliche Gedönsen. Aber es ist schön, dass es drin ist, weil ich mag das Produkt wirklich gerne. So viel zu Serum-Influencerin hier. Dann kommen wir mal zum nächsten Ding. Das ist hier, hört sich nach Kette an, der letzte Schliff im Handumdrehen. Ein Outfit zu perfektionieren war noch nie so einfach. Ketten oder Perlen. Dieses Armband erspart dir das Dilemma. Spar dir den Kompromiss und schon bist du très chic. Ich liebe diese Beschreibung, ne? Was ist immer so süß geschrieben hier drauf. Oh, okay. Oh, jetzt habe ich es ganz aufgeklappt. Es hätte wahrscheinlich viel schöner präsentiert werden wollen. Ne? Warte, ich mache das wieder hübsch. Okay, okay. Das sieht mir nach einer... Ups. Das lernen wir aber nochmal, Claudinchen. Das sieht mir nach einer Kette aus. Und da haben wir hier unten Perlen dran. Hier oben haben wir halt so eine goldfarbene Kette. Sowas mag ich, ne? Das ist halt auch sehr sommerlich, sehr fesch. Ne, das ist ein Armband. Das ist keine Kette. Ein Armband. Okay, Armbänder trage ich nicht, deswegen wird das nicht bei mir bleiben. Die stören mich einfach. Bin ich ehrlich. Ich wusel einfach zu viel, als dass Armbänder bei mir irgendwie schön wären. Ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, auf welches Schmuck-Ding, ne? Kette, Ohrringe, Armband, Fußkettchen, C-Ring, ihr so verzichten könntet und auf was ihr so gar nicht verzichten könntet. Das würde mich mal interessieren. Ich persönlich kann auf Ohrringe nicht verzichten, die habe ich immer dran. Genau, auf Ohrringe kann ich am allerwenigsten verzichten, aber halt auf Armbänder auf jeden Fall. Okay, last but wahrscheinlich noch not least, Joula Comme Grâce, was ist das? Do It Like Grace, das ikonische Kopftuch. Hier haben wir ein Kopftuch drin, Leute. Das finde ich auch fancy. Was ist denn so besonders an den Mädels, die, wie wir, mit weißem T-Shirt zu derben Jeans auf der Straße flanieren? Warum scheinen sie über den Dingen zu schweben? Ganz einfach, sie tragen unser Tuch. Kreativ getragen in einem Pferdeschwanz, am Handgelenk oder am Henkel ihrer Handtasche. Das finde ich auch immer cool. Es ist so leicht wie ein Schmetterlingsflügel, bewegt sich bei jedem Schritt und am Ende sieht es fast so aus, als würden diese Girls davonfliegen. Aber wir schweifen ab. Wie würdest du es tragen? Gucken wir mal. Also wenn das vom Muster her so ist, kannst du das wirklich zu vielem tragen, weil kunterbunt, ne? Deswegen habe ich ja auch immer so kunterbunte Nägel. Aber kannst du zu allem tragen? Also wenn man das so an die Tasche macht, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich habe von Dalton auf dem Event auch so eine ganz schöne Tasche bekommen, so eine Strandtasche. Dann hast du das halt irgendwie immer mit dabei, ne? Ja, das ist echt hübsch. Fühlt sich auch schön an. Ist safe Polyester, aber fühlt sich halt sehr edel an, tatsächlich. Ne? Kann ich mich nicht beschweren. Und ja, bei Dalton habe ich auch immer noch übrigens den Code SOMMERCLAUDI, müsste ich eigentlich noch haben. Gibt euch 25% Rabatt. Auf das Dalton-Sortiment. Tobt euch da gerne aus. Und jetzt habe ich das, glaube ich, hier falsch rum gemacht, oder? Ich wollte das gerade elegant so umschlagen. Ja. Und ich habe das auf links umgeschlagen. Oh. Ich wollte es mal als Haarband ausprobieren, wie das so aussieht. Weil das ist so halt dieses Powerfrau-Gedönsen, was ich immer so schön finde. Habe ich das schon wieder falsch rum gemacht? Jetzt ist auch immer gut hier, Leute. Was ist das denn hier so? So. So, zack. Ich glaube, diese Kette war auch mal in der My Little Box drin, oder?
ich heute Morgen angelegt, habe ich gar nicht so im Blick gehabt. Und dann so. Das ist eigentlich ganz cool, wenn du mit einem Cabrio fährst oder so. Meine Mom hat zum Beispiel ein Cabrio. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man irgendwie so ein Tuch halt irgendwie mit dabei hat. Ansonsten fliegen meine Haare halt immer durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? Zack. Das sieht ja so Powerfrau-mäßig aus. Egal. Oder wie wird für Bolte, ne? Weiß nicht, mir steht sowas ja nicht so unbedingt. Ich weiß das wohl. Aber vor allem, wenn ich dann auch dazu im Flodderlook rumlaufe, muss man wahrscheinlich ein bisschen hübscher gestalten. Ein bisschen hübscher stylen, aber es passt zum Augenlook. Ja gut, zum Augenlook passt auch wieder vieles, weil er einfach wieder bunt ist. Süß. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass ich das dann an die Tasche dran mache. Und wenn ich das dann halt benötige, dass ich mir das wie ein Kopftuch umbinde oder dass ich das dann mir in Pferdeschwanz reinmache oder so. Oder als Halstuch, wenn er mal spontan frisch am Hals wird oder so. Ist eigentlich ganz cool, ne? Weil du kannst es wirklich zu vielen verschiedenen Outfits tragen. Eigentlich eine ganz gute praktische Geschichte. Und das wäre jetzt unsere Estee Lauder X My Little Box oder andersrum, weiß ich nicht, Box für den Mai. Und 18,50 Euro. Die Estee Lauder Produkte holen das ja schon mal direkt wieder raus, ne? Das ist schon mal hart. Ansonsten haben wir halt auch die beiden Accessoires, guten Hals, wie heißt das? Armband. Das ist kein Hals. Ist jetzt nicht so unbedingt my cup of tea, aber dieses Tuch finde ich cool. Und irgendwie ist diese Message von der Box auch cool, ne? Im Prinzip, sei einfach du selbst und verhalte dich wie eine Ikone, dann bist du eine Ikone im Prinzip. Du musst dafür nicht irgendwie ein gefotoshopptes Model sein, sondern einfach ein realistischer und ehrlicher Mensch. Und das finde ich so wichtig. Oh, ich mag das auch gar nicht immer diese, ne, dass man, gerade wenn ich jetzt an junge Frauen oder junge Mädels halt denke, denen halt eine Realität manchmal so vorgelebt wird, die einfach nicht da ist. Ne? Ich meine, gut, ich bin ja auch in diesem Content-Creator-Gedönsen mittendrin, aber trotzdem, Leute, A, verstecken sich hinter all diesen gefotoshoppten Menschen mit ihren wunderschönen Realitäten Menschen. Das ist immer so eine Sache. Das sind halt Menschen, die auch ihre Probleme und Schönheitsprobleme haben. Und andererseits, ja, jeder Mensch ist schön auf seine Art und Weise, ne? Das muss man sich halt auch irgendwie reinziehen. Ah, Psychologie, hallo, hier sind wir. Aber das ist halt so für mich ein wichtiges Thema, weil ich in der Schule halt damals in der Schulzeit ziemlich viel böse Dinge erlebt habe und hätte dort damals die aktuelle Claudi, also quasi damals die Zukunfts-Claudi, mit mir geredet und mir all das erzählt, was möglich ist und was passieren kann und auch jetzt gerade passiert ist. Es wäre alles so viel leichter gewesen. Aber gut. Ne? Genau. Ja. So, das war jetzt hier dieses Unboxing. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, aber ich tue es mal vielleicht mal in einem Style and Talk und so, dass wir da mal ein bisschen entspannter drüber quatschen können. Weil ich werde jetzt schon wieder, dass ich hier anfange aufzuräumen, dann nestle ich immer so rum. Ihr Lieben, das war's jetzt hier. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!